Dobrodošli aus dem Maximir Stadion in Zagreb. Liebe IBE-Fans, herzlich willkommen aus der kroatischen Hauptstadt. IBE ist angekommen. Hier in Zagreb ist mit der Saab 2000 von Skywork von Bern direkt hier nach Kroatien geflogen und ist oben heute angekommen, hat das Hotel bezogen. Jetzt hier ist man in diesem Stadion, das relativ wuchtig ist, ziemlich ein imposantes Stadion. 35.000 Plätze, jetzt mittlerweile, ist über 100-jährig, 1912 gebaut worden, also gibt es ein Jahr, nachdem der Verein gegründet wurde. 1911 hat man das hier schon angefangen zu bauen, ist dann sukzessive ein bisschen erhöht worden, hat mehrere Umbauten gegeben, die letzten 20 Jahre mit unter anderem die Tartanbahn hier entfernt, die lange noch um das Spielfeld herum war, hat die entfernt und so blaue Kunststraßen hergetan. Der ist mittlerweile auch schon ein bisschen abgewetzt. Er hat vielleicht auch schon bessere Tage gesehen, gleich mittlerweile eher so ein bisschen am Naschenplatz hier. Hat zum Beispiel auch so einen Turm da noch gebaut, in die eine Ecke, aber man hat die vier Tribünen offen gelassen. Das ist das Charakteristische von dem Maximir-Stadion, wo sehr, sehr schön gelegen ist, mitten in einem Park, in einem wirklich Naherholungsgebiet von der kroatischen Hauptstadt mit 700.000 Einwohnern. Ziemlich Städtli, wo wir uns hier befinden. Und jetzt in dem Maximir-Park, wo der Zagreber Zoo sein Ort hat, hat man hier das Stadion gebaut. Und ja, man kann sich schon vorstellen, dass das hier ziemlich laut wird. Wir sind gespannt, wie es denn morgen wird sein. Hier zu meiner Rechten werden die fanatischen Fans von Dynamo Zagreb sein. Und hier zu meiner Linken, in dieser Teufel-Tribüne, werden auf der rechten Seite dort IBE-Fans sein. An die 400 IBE-Fans erwartet man hier morgen, geht der Charterflüger mit 150 Plätzen, ganz viel reisen individuell und werden die Gelb-Schwarzen auf dem Abenteuer richtig Griff nach den Sternen begleiten. Hinter mir, ihr habt sicher schon gesehen, läuft das Abschlusstraining der IBE-Spieler. Dort schauen wir jetzt nochmal schnell rein und dann haben wir den Sportchef hier als Talkgast und wollen mit ihm noch ein bisschen berichten über die Ausgangslage vor dem morgigen Rückspiel gegen Dynamo Zagreb. Ja, und bei mir ist er jetzt, der Christoph Speicher, vorher noch diverse Medienanfragen sonst noch müssen bewältigen. Jetzt bei IBE-TV, herzlich willkommen. Wie geht's dir, wo schon? Ja, gut. Gute Reise gehabt hier. Es ist angenehmes Wetter und der Platz sieht gut aus. Das Stadion ist sicher schon ein bisschen älter, aber spielt für uns eigentlich nicht so eine Rolle, weil wir freuen uns natürlich hier auf den Match morgen. Ihr Magengegend kribbelt es schon so ein bisschen? Nein, eigentlich noch nicht so. Sicher ist eine Anspannung da, weil wir natürlich wissen, dass es für uns um viel geht. Und dass vor allem die Spieler sich da einen Traum erfüllen können, in dieser Champions League zu spielen. Und von dem her sind wir ein bisschen angespannt, aber es ist vor allem eine Vorfreude da. Wie siehst du die Ausgangslage nach dem 1-1 im Hinspiel, wo man sicher nicht das optimalste Resultat herausgeholt hat, aber gleich, wenn man die letzten zwei Jahre zurückblendet, zum dritten Mal steht man an dieser Pforte zur Gruppenphase und noch nie sind wir nie mit einer Niederlage in das Rückspiel gestartet. Also schlechter könnte die Ausgangslage definitiv auch sein, oder?
Ja, sicher. Ich glaube, es ist, die Stimmungslage nach dem Hinspiel war so ein bisschen gemischt gewesen, auch bei mir selber. Und also gemerkt bei der Mannschaft, dass man auf die eine Art ein bisschen enttäuscht war, dass wir mit einem Sieg jetzt nach Zagreb können reisen konnten. Aber das hat sich relativ schnell gelegt, weil wir einfach gesagt haben, hey, es bleiben noch 90 Minuten. Wir haben gesehen, wir haben einen starken Gegner, aber wir sind auch eine starke Mannschaft. Und wir trauen uns absolut zu, mit einer perfekten Leistung da den Auswärtssieg zu holen oder eben den Unentschieden mit einem oder mehr als einem Goal zumindest. Und sind wir absolut motiviert. Und ja, wir freuen uns da auf den Match und glauben natürlich daran, dass wir das werden schaffen. Was hast du für einen Eindruck gewonnen im Hinspiel vom kroatischen Meister? Man hat viel über ihr Umschaltspiel geredet und prompt haben sie so in die Waagschale werfen bei diesem Ausgleichstreffer. Was hat dich sonst überzeugt? Ja, ich glaube, man hat schon gesehen, aber es ist, wir haben das von Anfang an gewusst, es ist vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit dargelegt worden, dass das eine starke Mannschaft ist, eine kroatische Mannschaft, die technisch natürlich sehr gut ist, viel individuelle Klasse hat auch und eben auch mit Art und Weise spielen ist natürlich aus einer gesicherten Defensive, aber mit extrem schnellen Spielern, ein starkes Umschaltspiel. Und dort haben wir uns verwünschen lassen. Es war sicher auch ein bisschen so, dass wir in dieser Phase natürlich die Anfangsphase extrem dominiert haben und vielleicht gerade so ein bisschen die Emotionen nicht so im Griff hatten oder eben zu euphorisch waren, um das zweite Goal zu suchen. Und dann wird man dann international bestraft. Aber ich glaube, jetzt wissen wir da absolut Bescheid. Und es ist von unserer Seite, denke ich, eine sehr gute erste Halbzeit gewesen. Die zweite haben wir ein bisschen mehr Mühe gehabt. Gegen Schluss sind wir wieder ein bisschen gekommen. Und wir fokussieren uns jetzt darauf, dass wir da jetzt über 90 Minuten oder 120 Minuten eine absolute Top-Leistung brauchen, dass wir wirklich das perfekte Spiel brauchen. Aber wir sind auch überzeugt, dass wir das liefern können. Was im Hinspiel auch augenfällig war, was man schon so ein bisschen gegen Biel konnte beobachten, wie sich das abzeichnet, ist so die fehlende Effizienz, so Chancenausbeute, die noch ein bisschen besser sein sollte. Jetzt haben wir am Samstag 5 Töpfe gemacht. Gibt es der Mannschaft noch mal zusätzlich Mumm, dass sie jetzt weiss, wir sind in der Lage, die Chancen dann zu verwerten, die sie sich uns bieten? Ja, ich denke schon. Ich denke, wir haben ja vorher schon gespielt. Ich denke, wenn ich das FCZ gespielt denke, wo wir wirklich ein super Match gemacht haben und auch Goal im richtigen Moment geschossen haben, eben gerade die ersten 2 genützt oder einmal 2 von den ersten. Und das trauen wir der Mannschaft dazu. Ich glaube nur, dass wir morgen bei Standardsituationen werden Möglichkeiten haben. Wir haben sicher aus den Standardsituationen 2 rausgeholt. Aber da sind wir optimistisch. Wir wissen, wir haben Qualität. Wir haben schon viel Goal geschossen nach Standards. Und es braucht doch ein bisschen Zweckkampfglück. Wir haben es jetzt vielleicht das ein oder das andere Mal nicht so gehabt. Aber wichtig ist, wenn wir dranbleiben und dort einfach Vollgas geben und wieder zu viel Chancen kommen, dann bin ich überzeugt, dass das Glück auf unserer Seite wird kippen. Du hast eingangs von unserem Gespräch gesagt, ist der eigentlich gleich der Zustand vom Stadion hier. Es wird wahrscheinlich eine heissblütige Stimmung sein. Man redet vom ausverkauften Stadion an die 29'000, wahrscheinlich schon abgesetzt sind im Vorverkauf. Was ist das für ein Faktor, dass es unglaublich laut könnte werden und eine extreme Stimmung gegen unsere Mannschaft? Ja gut, das ist eigentlich auch fast immer so bei internationalen Spielen, oder? Dass man an einen Ort hingeht und internationale Spiele sie gerne besucht. Jetzt natürlich da in Zagreb, wenn es um einen Einzug in die Champions League geht, dann bedeutet das den Leuten sehr viel. Mit dem haben wir gerechnet und denken, als Spieler ist es eigentlich etwas Schönes. Also, was man als Spieler nicht so gerne hat, ist, wenn man vor einem leeren Rang spielt. Und schlussendlich weiss jeder hier von den IB-Spielern auch, wenn die Leute pfeifen, wenn sie machen, wenn sie tun, dann ist das ein Kompliment. Dann heisst es nämlich, dass IB stark spielt. Und das wird das Ziel sein, dass die Leute hoffentlich morgen laut sind, aber hoffentlich möglichst unzufrieden. Ist das auch der Eindruck, den du gewinnst vor der Mannschaft, dass der Hunger, unbändiger Hunger immer noch da ist und dass man eben hier das Publikum zum Verstummen bringen? Ja, absolut. Ich glaube, es ist am Donnerstag so ein bisschen eine zwiespältige Stimmung gewesen, noch ein bisschen, weil man schon ein bisschen enttäuscht war, aber schon am Freitag hat man wieder auf das Gesamtspiel geblickt und ich muss sagen, das hat ja die Mannschaft die Aufgabe sehr gut erledigt. Und von dem her bin ich absolut überzeugt. Die Mannschaft macht einen fokussierten Eindruck, einen willigen Eindruck und sie haben ja die absolute Überzeugung, dass das ein starker Gegner ist. Aber dass wenn wir ein perfektes Spiel machen, dass wir da wirklich alle Möglichkeiten haben. Also wir freuen uns auf das hoffentlich perfekte Spiel vor der Truppe von Jerry Soane. Merci Wosu für einen kurzen Besuch bei uns und gute Vorbereitung weiterhin. Okay.
Bei uns geht es jetzt weiter mit noch ein paar Trainingsimpressionen. Die haben wir vorher schon einfahren. Werden wir noch im Ausklang bieten. Wir haben es vorher auch angesprochen, 29'000 Tickets seien scheinbar abgesetzt. Eine Zahl, die durchaus überrascht, wenn man sich die letzten paar Playoff-Partien von Zagreb hat angeschaut. Beispielsweise vor 2 Jahren gegen Red Bull Salzburg, wo nur 15'000 waren. Oder auch vor 3 Jahren gegen Skenderbeu, Playoff, Champions League Playoff, wo ebenfalls nur 15'000 hier im Stadion waren. Morgen soll es rund doppelt so viel werden. Also der Schweizer Meister, der zieht definitiv auch im Osten. Und die Leute hier freuen sich auf Geld. Wir freuen uns noch viel mehr und wir sind vor allem sehr, sehr zuversichtlich. Holen wir uns die Sterne endlich nach Bern. Alle, auf geht's. Hopp, Ibe.